Na toll. Ja. Hast du nicht noch ein bisschen was über von gestern? Nee, heute nicht mehr. Heute gibt's nichts mehr zu essen. Ich hab meine Kombüse auch schon abgeschlossen. Mann, zu toll. Keiner macht Lapskaus so gut wie du. Ich hab nie gesagt. Aber ich bin reinweg am Verhungern. Hier, guck. Ins Mauseloch passen tust du wohl noch nicht. Ich hab so ein Smacht auf Lapskaus. Oh, halt doch auf zu quaken, das ist ja nicht auszuhalten. Tölsch. Naja, ehe du mir ganz und gar vom Fleisch fällst. Die Dinge, die Kombüse war auch immer enger. So. Hände weg von meinem Achtersgeben. Was du von mir denkst. Sabbelnde. Setz dich an den Tisch. Sag mal, weißt du vielleicht, wo die beiden Dödelbüdel sind? Ich? Ich hab sie heute Abend noch nicht gesehen. Wo soll ich das wohl von her wissen? Hab ich irgendwas mit diesen beiden Rumtreibern zu tun? Sie waren also nicht hier. Na, was soll die dösige Faderei? Knut und Nils trinken immer wieder einen Grog bei mir, genauso wie du. Ne? Aber gute Gäste sind sie gerade nicht. Ach, wenn ich nicht so gutmütig wäre, dann wären die beiden schon lange verhungert. Wo sind die bloß? Schmeckt dir das denn? Ist ein bisschen suppig heute, hast das verlängert. Wenn das nicht nach deiner Mütze ist, Herr Strandvogt, dann kannst du mal wegen jaulen wie ein rolliger Kater, den gibt's nichts mehr zu essen. Du musst ihn nicht trösch. Ein bisschen suppig ist auch lecker. Mhm. Kriechen und Topfen. Nee, hier ist leer. Mhm. Mannsleute! Pottenlecker! So, weg damit! Aha! Nur bloß ein ganz Glück Büschen! Ja, mit deinem Kredit ist auch nicht gerade besser da als deine beiden zukünftigen Schwiegersöhne. Geh mir an mit diesen Strandräubers. Den will ich wohl anders was. Mann, das soll ich dir! Eines Tages krieg ich die zu fassen! In Flagerni! Mit Mien und Stil in der Dünen, oder? Ah, was, Tünenform. Nee, wenn sie sich mal wieder ans Strandgut vergreifen wollen. Das ist verboten. Ungesetzlich ist das. Feierabend. Ah, was soll ich? Kriminell. Nun übertreibst du aber nicht. Die beiden sind zwar Abeltwatsche Hallose, aber doch nicht kriminell. Und was sie das sind. Und die nicht allein. So? Wer denn anders noch? Na, irgendjemand haben sie ja auf der Insel, ihnen zu helfen. Sowas als ein Hehler. Das wäre ja nicht zu glauben, ne? Du meinst, auf unserer Lütteninsel, da gibt es sowas wie eine Diebesbande? Meine Güte, Strandfuhr. Ich meine, das wäre ja direkt in mein Gräsig, ne? Strandräubers, jawohl! Und es geht schon seit Jahren so. Mhm. Mann, nun langt mir das. Ich hab nur meine Augen und Ohren weit offen. Und Verdacht habe ich auch schon. Bloß beweisen kann ich das noch nicht. Hm. So, muss ich mich um ein paar Morgen. Ja, mal los, nicht? Nee. Rasmus ist bannig in der Brassholner. Du willst mal den Strand überwachen. Dann noch mal bin ich jabbig. Kommt von dem guten Essen, ne? Jo, vielen Dank. Und von dem Spezialgrog à la Strandvogt. Das ist wahr. Trösch, wenn ich bei dir war, dann ist mir hinterher immer so richtig muschelig. Ich kann nicht schlafen wie so ein Baby an der Mutterbrust. Ja, tu das doch! Aber gerne. Pass auf, du, zu Hause in deiner Kammer. So, hier. Vielleicht für ein paar Minuten. Ja, nun komm her. Ich bringe dir noch ein Stück mit Lenz. Ich weiß gar nicht, warum ich auf einmal so müde bin. Ich kann mich auf der Stelle hinlegen und schlafen.
Ich dachte, der wollte überhaupt nicht mehr gehen. Mach schnell, Nils, die Oge ist gerade aus dem Haus. Mal gucken, ob wir nicht noch eine schöne Buddel rumfinden, wa? Einen anständigen Grog haben wir uns wohl verdient. Erstmal das Loch wieder zu machen. So, und nun wollen wir mal gucken. Verdammt nochmal, wo hat sie den Buddel heute bloß versteckt? Wer suchet, der findet, hat der Priester gesagt. Ha, da sehe ich schon was blinkern. Eingefallen. So ein Cheat. Ja, du warte mal. Letzte Woche hat er sie eine Buddel da unter der Treppe versteckt. Sie ist uns über. Wir müssen in den sauren Apfel beißen und sie fragen, ob wir noch einen Grog kriegen. Wer fragt? Du. Immer ich. Ja, wer denn sonst? Immer kann ich mich mit der Ulsch absatteln, bloß weil du bang bist vor ihr und keine Courage hast. Wer hier wohl keine Courage hat? Du. Du bist ja selber bang. Was ich wohl bin? Wenn wir so weiter streiten, dann kriegen wir in 10 kalten Winter nichts zu trinken. Du musst sie rufen. Falsch. Falsch. Und nu? Ja, du musst nochmal rufen, Knut. Und ein bisschen lauter, sie hat nichts gehört. Nee, aber was sie nicht hören soll, das hört sie am besten. Wir rufen nochmal zusammen. Pass gut, ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Falsch! Hey, oh nee, was böllt hier rum aus den Ohren? Na, ihr Fischköppe. Habt ihr den Kram von gestern Abend gut versteckt? Im Keller, wie du das gesagt hast. Sehr gut. Trisch, kannst du sie noch mal ein einschenken? Wir sind am Verdursten. Ihr habt schon jeder 3 Grog gehabt, mir gibt das nur. 3? Das ist nicht wahr. 2 waren das mal nur. Und auf 2 Beinen kann man nicht stehen. Kriegen wir noch einen oder nicht? Ja. Nö. Die Frau ist der Satan. Hätte ich fast gesagt. Wie kannst du so ungalant sein, Knut? Zu Damen muss man freundlich und höflich schnacken. Pass auf, ich mach dir das mal vor. Sehr allerwerteste, gnädige Frau, würden Sie bitte so liebenswürdig sein und uns noch so einen Lütten einschenken? Siehst du wohl? Sowas zieht bei den Frauen. Da wären sie weich wie Butter. Du nur, mein Orbeck, war die was hoschen. Dami noch mal, jetzt langt mir das aber. Gib uns doch endlich was zu trinken. Gerne. Draußen steht eine Pumpe. Kannst dir ein Glas Wasser holen. Wasser. Willst du uns vergiften? Wasser kann man nicht trinken. Das ist höchstens zum Waschen. Trinken kann man bloß grob. Die fuhlen Snapsluden. Ihr kriegt überhaupt nichts mehr zu trinken. Hier. Hier, guck euch das an. Hier steht das schwarz auf weiß. Hier. Nils Nielsen. 343 Mark und 70 Pfennig. So. Und nun kommt der Rekordinhaber Knut Knutzen. Über 400 Marken. Und hier ist mir das noch weiß auf schwarz, was ihr über Tag verzehrt habt. So, und nun will ich wissen, wann krieg ich mein Geld? Nee, nicht. Und das machst du mir so gerade ins Gesicht, sagt Knut Knutzen. Du sollst mal lieber ganz schön stillschweigen und dich so klein machen, dass du ins Mauseloch reinpasst, du. Da sieht man mal deinen Charakter. Er ist wenigstens ehrlich. Ich will dir mal was sagen, oder Trisch. Dir kann ja gar nichts Schlimmeres passieren, als wenn wir bezahlen würden. Bezahlen? Ihr wollt bezahlen? Ja, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fällt, dann vielleicht. Du wolltest das doch selber so haben, dass du uns immer fein in der Hand hast und uns kommandieren kannst, wie dir das passt. Du hast das ja alles ganz fein eingefädelt.
gleich als wir anfingen mit der Fischerei. Jo, was hatte sie das doch eilig mit uns? Alles konnten wir kriegen von ihr. Kredit noch und noch. Auf den Proviant, auf die Hausrüstung. Und zu trinken hat sie uns eingeschenkt. So viel, wie wir haben wollten. Und nun sitzen wir hier hoch und trocken und wischen uns die Nase. Da sind wir so hoch und schollen bei ihr, dass wir bloß noch nach ihrer Pfeife tanzen können. Du liest viel zu viel Kriminalromane. Hast schon ganz krankhafte Fantasie vorgegriffen. Ach Mensch, was höre ich mir das hier überhaupt an, was? Weil du ein schlechtes Gewissen hast. Nee, Knut. Das ist nicht wahr. Da hast du's. Überhaupt kein Gewissen. Alles, was wir zum Leben brauchen, das müssen wir in deinem Hökerladen kaufen. Und so sehen wir auch mal gleich hoch in dem schwarzen Buch. Da träume ich nachts von dem schwarzen Buch. Deine Sklaven sind wir, Leibeigene. Wunderst du dich noch, dass wir so saufen? Kann man ja melancholisch von werden. Seid ihr nun fertig? Alles Tünkram, was ihr da rumschnackt, faul seid ihr. Klugschnacken, rumsitzen und Grog trinken, das könnt ihr. Ihr Strandräuber. Wer hat uns denn dazu gemacht, zu Strandräubern? Du doch. Hast uns ja schon losgeschickt, als wir mal knapp aus der Schule waren. Alles gelogen, nichts von wahr. Ach du, hör dir das an, du. Lass sie, Mann. Gott wird sie schon strafen, Herr der Priester, seh. Somm oder Trösch. Wenn du uns nichts mehr zu trinken gibst und lässt uns hier an lebendigen Leibe vertrocknen, dann sagen wir beide, gute Nacht, komm, Nils. Dann kannst du ja mal allein ans Strand gehen. Hier, stopp doch mal eben. Wir sagen, dass ihr nichts mehr zu trinken kriegt. Komm her, warte. Ihr könnt ja wohl überhaupt keinen Spaß mehr vertragen, wa? Schlechten Spaß. Ja, das kannst laut sagen. Mit sowas Erhabenes und Edeles wie Grog, da treibt man keinen Spaß. Ja, aber hab ich denn nicht bis heute alles getan, was ihr mal wolltet? Nicht? Ich hab euch immer gut bezahlt. Ja, aber so ist das in der Welt. Nicht? Da tut man alles für euch. Nicht? Tut, dass es euch mal gut geht. Und was macht ihr? Schlecht machen tut ihr mich. Beleidigen lassen muss ich mich auch noch. Nicht? Ja, das ist doch so. Nicht? Ich arme alte Frau. Ich kann mich ja nicht zu Wehr setzen. Hör auf, Trösch, du brichst mir das Herz. Oh. Mach dich mal noch lustig über mich, Knut Zuzu. Du sollst mal lieber selbst ein bisschen weinen. Tu ich doch auch, siehst du das denn nicht? Und dann ist der Weltlohn. So ist das richtig, Mutter Trösch. Tatter uns mal einen ein. Ich tatter nicht. Bloß meine Beine, die wollen nicht mehr so recht. Also, wenn das nicht wäre, nicht, dann würde ich ja selber ans Strand gehen und brauchte mich nicht hier von so grünen Jungs hier beschimpfen zu lassen, nicht? So. Na, der Prost, ne? Hör doch mal, ist da nicht einer? Wie? Wo? Ich hab nichts gehört. Na, an der Hintertür, ich meine, das hat geklappt. So? Guck mal nach, was? Schnell trinken, Prost. Warum denn? Aha. Ist da einer? Hallo, ist da einer? Nee, ist niemand da. Wer sollte wohl auch in so einer balkendüsteren Nacht hier noch ankommen, ne? Ich dachte, das wäre der Strandvogt. Nee, der ist zu Hause. Der hat bei mir 3 Grog gehabt. Der ist lange bettlägerig. Grog, Mensch, sag's was für euch. Wir vergessen ja ganz den guten Grog, den du uns spendiert hast. Prost! Spendier, von wem? Du? Ach so, ich hab jetzt vergessen, den Grog anzuschreiben. Ne? Darum habt ihr Banausen mich rausgeschickt. Oh, die Schnäggels. Die sind schon wieder Bottelwäsch. Mensch, er war doch eben noch halb voll und ist ja noch viel weniger drin, Mann. Deine Augen werden schlecht, Trösch. Die Pulle war genauso wie jetzt. Der Grockel ist viel zu düster. Das ist der schiere Rum, ist das. Mann, Prost. Ja, Prost. Auf, dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden, Herr de Prächster. Dafür schreibe ich euch jeder 3 Grog an. Was? Und das steht nicht. Von 3 Grogs werden wir genauso müde wie der Strandvogt und können wir heute nicht mehr ans Strand gehen. Seht doch endlich zu, dass ihr loskommt. Guck mal, der Sturm hat doch auch schon nachgelassen. Ach was, ist erst halbe Flut. Oh. Wir haben noch viel Zeit, ich will noch ein bisschen was lesen. Nee, du nicht.
Was liest denn heute? Och, immer noch die eiskalte Hand des Todes. Nur, dass du immer diese Räuberpistolen vor der Nase haben musst. Nee, es ist nun mal so ein fanatischer Krimineller. An ihm ist ein Detektiv verloren gegangen. So ein Kram liest du nicht. Das ist doch verlorene Zeit. Lesen bildet. Was meinst du, was ich aus diesen Büchern alles gelernt habe? Ich brauche Menschen bloß in die Augen zu gucken. Dann weiß ich schon, was mit dem los ist. Schmier's ganz schön dick auf, du. Hier sollte mal so ein richtiger Fall zwischen die Fingers kommen. Aber hier passiert ja nichts, hier kommt's ja um für Langeweile. Ja, das ist mein eintöniges Leben auf so einer einsamen Insel. Da kannst du mir dann klöterig bei werden. Dann nochmal, ich kann nicht lesen, wenn egal, welch einer dazwischen sammelt oder über meine Schulter guckt. Ja, du machst. Och, nun kann die Bulle auch genauso gut leer werden, Mann, bei so einem Schiedwetter wie heute kannst du es doch nicht so ganz ohne innere Erwärmung raus nach draußen jagen. Und Dennis hast ja auch zu deinem eigenen Vorteil, nicht? Je mehr du in uns investierst, je mehr müssen wir tun, was du sagst. Und je mehr Gewinn schmeißen wir ab. Ist doch eine gute Kapitalsanlage, wenn du uns tüchtig welche einschenkst. Ja, und dir ist ein Advokat verloren gegangen. So, hier, du trink den hier aus. Trink den mit Verstand. Das ist der Letzte. So, und dann seht ihr zu, dass ihr zu uns drankommt. Klar? Nee, das ist noch viel zu früh. Hier. Die See ist noch gar nicht rüber, über die Dübelsbach. Kann doch nichts rankommen ans Strand, das ist alles noch Buden vor der Sandbank. Ja, trotzdem, nicht? Wenn ihr zu spät kommt, haben die anderen euch das Beste vor der Nase weggeschnappt. Och, da brauchst nicht bange vor sein. Die liegen warm in den Federn und haben die Nacktmützen über den Ohren. Sogar unser guter Freund, der Strandfrucht schläft. Er ruhe sanft, hätte Priester sich gefunden. Ja, ja, wie du mal gucken, ne? Oh, toll, du bist eine wahre Wohltäterin. Naja. Es sei euch gegönnt, Jungs. Ja, ja. Aber ich meine, man soll auch nicht undankbar sein. Und darum schlage ich vor, wenn Mutter Tolsch mal tot ist, dann kriegt sie von uns für den Kredit, den sie uns gegeben hat, einen feinen Grabstein hingestellt. Da lur mal ab. Ich bin noch lange nicht so weit. Wie alt bist du eigentlich? Schmier dir noch gerade auf die Nase, du. Was meinst du, wie lange sie das noch macht? Mach sein und ich überlebe euch alle beide. Boah, wir sind noch in den besten Jahren. So, wenn ihr so weitermacht, habt ihr euch bald totgesoffen. Was können wir ihr denn mal auf den Grabstein schreiben? Du warst so gut, du Star bist so früh. Wer dich gekannt, vergisst dich nie. Oder? Sie war eine Wohltäterin. Sogar ihr Tod war eine Wohltat. Du Schnösel, ich erzähl euch mal, was auf meinem Grabstein steht. Hier liegen meine Gebeine, ich wünschte, es wären deine. Na, nun habt ihr mich lange genug geärgert, so trink aus und dann geht das los am Strand. Herr mit dem Leser, also ihr wisst Bescheid, ne? Alles, was ihr findet, gleich hier rein ins Haus, weg damit, ne? Und dass ihr mir ja nichts unterschlagt, ne? Sonst schneide ich mal ein Wort mit dem Strandbuch. Ja, da kannst du uns keine Bange mitmachen. Der Hehler ist genauso slim wie der Stehler. Ja, was wollt ihr wohl auch mit all dem Strandgut machen, wenn die alte, gute Mutter Trösch nicht das Geschäft nicht in der Hand hätte, ne? Also, bleibt bei dem alten Abmachen. Ein Drittel für euch beide, zwei Drittel für mich. So. Seht to, dass die zu Wes kommt. Och, geh mal erst mal rauf nach oben und guck, ob die See schon über den Dübelsand weg ist, Trösch. Wenn die nur so in den Gang kommt. So, erst mal dann Locki. Das ging schief, Knut. Mehr als einmal kannst du mir doch Trösch nicht ansmieren. Oh, raffiniertes Aus ist die da. Oh, die See ist aber! Mann, du! Alles mit vom Brandung, ob ich dir du. So, nun geht's aber wirklich los. Licht und Mors ab. Und dann Achtung, ja, wir sind denn auch so weit.
Tschüss, Trösch, drück die Daumen, es sollte nach tüchtig was ans Strand gespült werden. Na ja, ihr wisst ja nicht, alles, was ihr findet, tut gleich hier rein im Keller, weg damit. Und was zu schwer ist, eingraben in den Dünen könnt ihr morgen nachholen. Und dennoch so ein klein bisschen Gammelkrams liegen lassen für den Strandfu an aus Markt im Büs. Wenn ich mir das nicht gedacht hätte. Aber da werdet ihr nicht lange Fräulein haben, ihr Banausen. Die Buddel war leer. Oh, mich schüttet das in der Hand, da bringt Geld. Herr, segne unseren Strand. Genau durchkriegen. Tu das. Aber wir müssen sie finden. Anders sind sie verrannt. Oh. Ich verstehe das nicht. Die müssen sich doch irgendwo rumtreiben. Hier sind sie nicht. Knudi? Hier ist er auch nicht. Nils! Keine Spur von ihm. Und was machen wir nun? Das macht der liebe Herrgott wissen. Oh, guck mal, Mutter Trösch kann lesen. Die eiskalte Hand des Todes. Die eiskalte Hand des Todes? Oh, meine Nils ist hier gewesen. Wieso? Na, die eiskalte Hand hat er mir neulich mal gezeigt. In den Dünen. Oh. Dann haben wir ja doch den richtigen Riecher. Psst, psst. Die Tür. Jawohl. Habe ich ihm letztes Jahr geschenkt. Siehst wohl, für Knuddel von Buddel. Buddel, von wegen Hasi und so, ne? Oh. Sie sind da drin. Um diese Zeit hier bei mir im Krug. Seid ihr unter die heimlichen Säufer gegangen? Nee. Halt, stopp, du hast überhaupt nichts zu sagen. Oh, wir wollen doch bloß gucken, ob Nils und Knut da nicht drin sind. Mhm. Du musst uns helfen. Wo sind denn bloß die beiden? Ja, was weiß ich. Wenn sie nicht bei euch sind um diese Zeit, bei mir, alten Frau, sind sie bestimmt nicht. Wir sind bange, dass sie ans Strand sind. Ja, was wollen die da denn? Mitten in der Nacht den Mond ansingen. Tu mal nicht so unschuldig, als wüsstest du von nix, Mutter Trösch. Hey, du, riskier hier so eine dicke Lippestine. Werd hier nicht gebig, sag ich dir. Wenn ihr so sagt, hier sind sie nicht und hier fahren sie auch nicht. Und was ist das? Was? Hm, und hier die eiskalte Hand. Na ja, ja, ich sag ja nicht, lesen bringt nichts wie Ärger. Wenn wir die beiden nicht bei Zeiten zu fassen kriegen, dann passiert heute Nacht noch was. Pass du mal auf, dass dir nichts passiert, wenn du Knut zu fassen kriegst. Wie meinst du das denn? Naja, ich muss mich ja sehr über euch wundern, ne? Dass so junge Dänz mitten in der Nacht hinter so versoffenen Fischerjungs hinterherlaufen. Das ist doch bloß wegen unserem Vater. Er hat sich vorgenommen, heute Nacht ans Strand zu gehen. Und darum machen wir so ein Puhai. Ja, wir sind bange, dass sie ihm über den Weg laufen. Neulich war er mal furchtbar in der Bracht. Eines Nachts kriege ich die Bambusen zu fassen, hat er gesagt. Und wenn ich sie erstmal bei der Büchse hab, dann kriege ich sie auch bei der Büchse. Mhm. So. Und nun ist er am Strand. Kann sein. Er wollte sich bloß noch eine Viertelstunde hinlegen, aber dann wollte er gleich los. Ja, ja. Mach dir mal keine Sorgen. Selig sind die Schlaftrunkenen. Was?
Ich habe meinem Vater heute Abend 3 nördliche Grubs eingeschenkt. Der kann sich 3 Wecker-Hens stellen. Die werden nichts nützen. Woher weißt du das denn? Nee, ich kenne doch deinen Vater. Wenn der 3 Grubs intus hat, dann kriegt er das Jappen und den jagt und jagt und dann geht er nach Hause. Und eine halbe Stunde später geht bei ihm in der Kammer schon das Licht auf. Dann ist das heute Nacht wohl nicht gefährlich für Nils und Knut am Strand? Ah, was? Sind's auch viel zu schlau für. Hast du nicht eben gerade erst gesagt, die beiden sind gar nicht am Strand? Nee, sind sie ja auch nicht, ne? Die sind ja vielleicht schon auf ihren Jollen und schlafen schön, ne? Ja, geh mal hin und guck nach, ob sie auch gut zugedeckt sind. Ne? Machen wir wohl da dran. Schnappt man nicht so, wir wissen schon, was ich schick. So, dann geht man schnell nach Hause in die Feder, nicht? Wie sich das gehört, die junge Dänze. Oh, nee, ich bin noch müde, ich muss im Bett. Oh, können wir nur so ein Dach ist lang. Puh, Benja. Gehst du immer mit dem Fernglas zu Bett? Damit sie im Schlaf besser gucken kann. Quatsch, ich guck gerne noch ein bisschen übers Wasser hier. Besonders an so einem schönen Abend wie nun, ne? Wenn die Brandung so über die Dünen weggeht und der Mond so durch die Wolken jagt. Ne? Ich hab gar nicht gewusst, dass du so eine romantische Ader hast. Du weißt vieles nicht, mein Dear. Och, ihr seid ja noch halbe Kinder und habt noch gar keinen Sinn für Naturschönheiten. Oh. Bloß die Kirmes im Kopf. So was hätte es früher nicht gegeben. Komm und Mine, Predigten können wir auch in der Kirche hören. Ja, Nacht, Mutter Trösch. Und viel Spaß mit deinen Naturschönheiten. Ja, gute Nacht, ihr Süßen. Hübsche Biester sind die da. Muss noch aufpassen, ne? Hat immer frechere Form. Oh. Singe. Ich hab so viel umkriegt. Mann. Schau mal, Junge. Leergebrannt ist die Stätte. Mit Giuseppe Bein hochlegen. Wir legen ihn auf den Tresen. Warte mal. So. Hau. Rock. Oh Mann, ist das schwer. Schon mal nach, was er so bei sich hat. Da sitzt was drin. Was ist das denn? Wie
Christian. Was für ein feiner Kompass. Gut zu gebrauchen. Was noch was? Was ist das denn? Eine Brieftasche! Was noch was? Hat er noch was um Hals? Ein Lederbeutel. Warte mal. So. So, das war's wohl. Kein Muck sagt er mehr, du. Nur Tote geben für gewöhnlich keinen Ton mehr von sich. Aber nicht doch noch lebt. Ja, bei der Marine haben sie dir doch beigebracht, wie man mit solchen, die was abgesoffen sind, umgeht. Ja, erste Hilfe bei Ertrunkenen. Nach Silvester. Ja, meinetwegen auch vor Weihnachten. Nach der Methode, Silvester, du Torfkorb. Komm, ich zeig dir das mal. Ja, du musst ihm den Kopf halten und dann die Zunge ganz weit aus dem Mund ziehen. Oh Gott. Und mit einer Hand an Kinn randrücken. Ist ja ekelhaft. Warum überhaupt? Sonst kriegt er keine Luft. Und den. Eins, zwei. Oh, nicht so doll. Ich lebe ja noch. Ihr seid ja schon wieder da. Was macht ihr denn da, was? Sag mal, was ist hier denn los, was? Was läuft denn so nass von der Theke runter? Oh Gott! Ich hätte schon eine Leiche! Oh Gottes Willen nochmal. Sag mal, wie könnt ihr mir hier so eine Leiche ins Haus bringen? Raus damit! Leichen bringen Unglück, wenn sie von See kommen! Oh nee, was seid ihr bloß für ein Döspanz, ne? Da treibt nun womöglich wer weiß was ans Strand liegt. Und was bringt ihr Hornochsen mit? Eine Leiche! Du hör doch auf zu lamentieren, Mutter Trösch! Das ist aber gar nicht sicher, was ich finde. Siehst du denn gar nicht, dass Knut schon lange dabei ist, ihm wieder ein bisschen Luft aufzupumpen? Guck mal, was ist denn das für einer? Och, bloß so Lütten Moses, ist wohl ein Schiff aufs Strand gelaufen. Schiff aufs Strand? Also, wenn ich daran höre, nicht. Und was bringt ihr Hornochsen mit? Gerade das, wo an allerwenigsten Wert drin sitzt, den Moses. Also, kannst du mir mal erzählen, was dabei zu verdienen ist? Gar nichts. Hier, guck dir das mal an, alles nass und schädelig ist das hier. Schöne Tiere, die mal aufziehen. Meine Güte. Ich taxiere so gute 10 Liter. Ja, nun kannst du schnacken, hier halt mal fest. Boah, ich bin das doch gar nicht gewesen, das hat doch der Moses gemacht. Nee, was für eine Aufregung, nee. Also ihr bringt mich noch ins Grab mit der alten Leiche. Nee, dir deit nichts mehr. Schimp aufs Strand! Ihr streitet und ich kann mich hier abquälen mit dem Jungen. Ja, wird er sich dann immer noch nicht? Nee, sieht doch nicht nach aus. Hör doch mal, ob sein Herz noch schlägt. Was los, Knut? Du bist ja ganz weiß um die Nase. Das ist gar kein Schiffsjunge. Ja, meinetwegen lass das ein Leichtmatrosen sein. Ist doch voll egal. Ist kein Leichtmatrose. Na, der Kapitän wird das bestimmt nicht sein, du. Nee, auch nicht der Kapitän. Du mach mir mal noch weiß, dass das der Klabautermann ist. Das ist ein Dern. Was? Du spinnst, Knut. Das ist Moses. Ich spinn nicht. Oder hast du schon mal einen Schiffsjunge mit so einem ausgebeulten Pullover gesehen? Junge, du, so ein Strandgut haben wir noch nie nicht gefunden. Die darf uns aber nicht tot bleiben. Sag mal, bist wohl dösig, Wächter. Auf dem Mal kannst das auch. Aber als das noch ein Junge war, konnte ich mich da alleine mit abquälen. Damit! So hat das doch keinen Sinn. Ich weiß was Besseres. Was fällt dir denn ein? Sag mal, die haben sowohl gebissen, was, du Baffel? Hast du noch nie nicht was von Mund-zu-Mund-Beatmung gehört? Mund-zu-Mund-Beatmung, jawohl. Das ist das Einzige, was jetzt noch hilft. Aber doch nicht, wenn du das machst. Wenn sie nur noch nicht tot ist, dann stirbt sie an Alkoholvergiftung.
Wir müssen was tun. Vom Schnacken allein wird sie nicht wieder lebendig. Ich weiß, Herzmassage. Oh ja, wir ziehen sie erstmal aus. Halt! Kannst du doch nicht einfach ausziehen, das ist doch eine Idee. Ich meine auch das Ölzeug und den Silvester. Gut. Na. Wahrhaftig, du, das ist eine Dirn, da fehlt nichts an. Kick mal! Sie hatten R auf ihrem Pullover. Wo bin ich? Was ist mit mir? Lebe ich noch? Nimm ihn, Dirn, du bist im Himmel und wir sind zwei Lütsch Engels. Warum sieht ihr nicht, dass sie ganz nass und kalt ist? Oh Mann, die muss ganz schnell nach oben ins warme Bett. Du, Nils, du trägst sie schon rauf. Nee, ich mache die Tür auf. Knut, du setzt eben Wasser auf, bringst das nach oben für eine Wärmflasche, nicht? Ach so, ja, Stifer Grog könnte auch nicht schaden. Genau. Na, komm mal, mein Gern. Nils. Würde ich schon zu Bett bringen. Komm. Halt, stopp! Jugendliche über 18 haben keinen Zutritt. Komm mal schnell rein. Ja, ja. Das könnte hier so passen. Du kannst überhaupt nicht gebrauchen, ne? Schnell einschicken. Ich hab hier den Grog. Soll ich einen heimbringen? Ja, nicht auch du hier. Du hast überhaupt nichts verloren. Nichts für neugierige Kerls. Na, hast du was gesehen? Nee. Oh, das klappt. Oh. Warte mal. Nee, du hältst mich fest. Oh. Und? Oha. Ich kann nur erzählen, aber... Oh. Also, hat man sowas schon mal erlebt, wa? Hier, damit du ein bisschen abkühlst. Lass dich noch ein bisschen mehr rauszulangen. Nee, drin. Gar nichts. Nichts für neugierige Glubschaugen. Oh, nicht. Schade, hätte ich fast gesagt. So, Papa, bist du, du Kind, du bist noch nicht weg. Wenn ihr was sehen wollt, geht man zu Mine und Stine. Sie gönnen einen aber auch gar nichts tun. Na, dann mal Prost. Ja. Ich sag das ja immer. Grog ist doch das reinste Lebensklistier. Elixier heißt das, du Durchkopf. Das andere gibt's von hinten. Kann bei dir ja nicht schaden, da hast du ja deinen Verstand sitzen. Vielleicht krieg ich ja die Rettungsmedaille. Du? Ja, wer denn sonst? Wenn ich sie nicht mit meinen Seemöwenaugen da in der Brandung ausgemacht hätte, dann wäre sie abgesoffen. Nur hör sich einer diese Grotznut an. Wenn einer die Rettungsmedaille zu kriegen hat, dann bin ich das. Was, du? Na klar! Wer hat sich den Kopf über eine Brandung gestürzt und die Dirn rausgeholt? Was da wohl bei war? Ich hab dich ja an der langen Leine gehabt. Hier konnte ja gar nichts passieren. Nee. Wer hier die Medaille kriegt, das bin ich. Ja. Und was wäre, wenn ich nicht die Methode Silvester gekannt hätte? Ich hab mich doch damit abgequält. Ich möchte auch zu gern mal wissen, was das R zu bedeuten hat. Vielleicht ist das ja der erste Buchstabe von ihrem Vornamen. Oh Mann, was für ein Scharfsinn. Wie mag sie wohl heißen? Lass uns doch mal nachgucken, ob sie nicht einen Ausweis oder sowas bei sich hat. Bisschen Geld, nicht viel.
Die Scheine sind nass, kann man wieder trocknen. Was ist das denn? Fahrkarte von der Eisenbahn. Billett Hamburg München. Die gilt noch, ist kein Loch eingeknipst. Ist da kein Pass oder sowas? Nee, nix, nicht mal ein Zettel mit einem Namen. Warte mal. Manu, 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 Manu. Kick die das wohl an. Ob das wohl echt ist. Klar. Lass das bloß mal täuschen sehen. Der alte Gierschlund. Wir müssen das verstecken. Sag mal, ihr seid ja immer noch hier. Ich denke, ihr seid lange am Strand mit den Schüffeln. Heute Nacht doch nicht mehr. Wir sind nass bis auf die Knochen. Oh, nee. Wie heißt sie denn? Hast du mal gefragt? Nee, die ist mir immer wieder eingeschlafen. Hat sie denn nichts bei sich gehabt, so Ausweis oder so? Gar nichts, bloß dieses hier da. Oh, Junge. War nicht elegant. Oh, Schnack, sowas haben sie doch heute alle an. Meine Miene nicht. Hm. Habt ihr denn nichts gefunden in ihren Sachen? Nee. Überhaupt nichts. Gar nichts. Ganz und gar nichts. Nein, überhaupt nichts. Das ist bestimmt eine ganz arme Dir. Ja, nichts zu verdienen an. Kannst du ein Leid tun, Mutter Trotsch. Da liegt noch Geld bei. Ja, das hättest du dir so gedacht, du. Was die hier für ein Schweinkram gemacht hat, musst du alles abarbeiten. Ich kann ganz gut eine Dienstleerin gebrauchen. Ich bloß wüsste, wer sie ist. Ihr Vorname fängt mit mir an. Er. Was kann das sein, wa? Vielleicht heißt sie ja Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und ich heck Rut. Da machst du recht mit haben. Vielleicht heißt sie ja Rut. Da sitzen die zwei am helllichten Tag und schlafen. Und dann noch in ihren Sonntagsklamotten. Was haben sie wohl die ganze Nacht getan, dass sie so müde sind? Das macht der liebe Herrgott wissen. Wollen wir sie wecken? Na klar. Knut, aufstehen, die Sonne scheint. Herzdame. Was schnackt der da? Nils! Junge, wach auf! Wo schläfst du denn noch? Das ist doch schon Mittag. Rumpelstilzchen. So was Verrücktes. Knut, Knudi, Reise, aufstehen. Nils, deine eiskalte Hand. Nils, Mensch, komm hoch. Hier, deine Pringdose. Wir haben hier nur Schnuppermohl. Komm hoch. Gibt's ja wohl nicht, wa? Können wir bloß noch eins machen? Können wir bloß noch bölken? Aufwachen! Selig sind die Daheimgebliebenen. Gar nicht so schädlich. Sag mal, was wollt ihr denn schon wieder hier? Wir können die Jungs nicht wachkriegen. Die schlafen wie die Toten. Ach so. Sollst mal sehen, wie schnell die wach werden. Mutter Trölsch weiß das richtige Alarmsignal. Grog! Grog! Grog, 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 grog. Die sind sofort an Deck. Mine? Christine? Na, ihr Süßen? Weg freudiges Erwachen. Zwei hübsche Dirns. Und Grog! Wo ist der Grog? Was für ein Grog? Ihr müsst das geträumt haben. Wir träumen nie. Na, ich weiß nicht recht. Gerade eben hast du im Traum noch was von Herzdame erzählt. Ja. Nils hat was von Rumpelstilzchen geträumt. Und überhaupt, warum sitzt ihr hier in Sonntagsklamotten? Die anderen sind nass. Nun sagt, wo ihr heute Nacht gewesen seid. Wir waren nirgendswo. Auch was du nicht sagst. Nirgendswo. Wo ist denn das? Nirgendswo. Wuddel. Wart ihr nicht so ein klein bisschen längs den Strand? Längst ins Strand? Was sollten wir da denn? Das ist ja nicht unmöglich, dass ihr danach hiebert, was von dem Strandgut zu klauen. Ach, das lausige Zeug, was da heute angespült wird. Das lohnt ja auch nicht die Angst. Oh, das würde ich aber nicht sagen, Mutter Trollsch. Der ganze Strand ist voll von Holz. Beste Qualität. Bretter, Balken.
alten Planken, so weit wie du gucken kannst. Nix als Holz, Holz, Holz. Das kann ja wohl nicht angehen. Und hier, zwei Kisten Konserven, guck mal. Was ist das? Also sowas gibt's ja wohl nicht. Ich mach weg hier. Und jetzt mal wieder gucken, was da oben los ist. Hat man sowas schon erlebt? Konserven, das... Bisschen Schied ist der Schnacken nicht wert. Oh, und denn bei dem schlechten Wetter letzte Nacht. Da jagt man ja nicht mal einen Seehund vor die Tür. Da holen wir uns keine nassen Füße für. Nee. Und dann ist er schon auch verbunden. Sowas tun wir nicht. Schieterfeld. Womit ich könnte euch mir die Köpfe zusammenstoßen. Oha, was kriegen wir denn nun? Wenn wir keinen Mund kriegen, kannst du Glück nutzen. Was geht ihr hier noch vor eurem Losrang an der Arbeit? Du bist doch gerade erst aufgewacht. Denn ist weg. Also, los damit. Wo sollen wir denn hin? Komm, Zerf, kannst du dir das nicht denken? Denken? Ich hab noch keinen Tropfen gefrühstückt. Vielleicht fällt's ja eine Buddel zwischen dem Strand. Ja, ja, lass uns mal hingehen und nachgucken. Mann, oh, oh, nee! Was ist los? Da kommt unser Vater. Oh Gott, der darf euch hier nicht sehen. Bisschen Angst dran zeigen. Du, der kriegt von mir noch einen Spezialkrog, dann seid ihr sicher. Moin, moin, Deutsch. Ja. Wie gerne sind ihr mich derens? Ja, ne. Mine und Stine. Meins, ich weiß nicht, wie meine Töchter heißen. Moin. Was habt ihr im Koch zu suchen? Och, bloß so, Vater. Wir sind rein zufällig hier vorbeigekommen, wollten Mutter Trollsch mal schnell guten Tag sagen. Na gut, dann geht man wieder nach Haus und an die Arbeit. Da ist noch zu tun. Ja, verdammt, Vater, lass mal sehen, du, da wird jetzt gleich klar Schiff gemacht, ne? Ja. Ahoi, Vater! Ahoi, ne? Ja. Siehste Worte. Nette Dirns. Ja. Ja. Sag mal, Imme, wie geht dir das denn? Alles wieder klar, Teusch. Wollte bloß mal vorbeigucken. Oh, das ist ja nett von dir. Mhm. Ja, dann setz dich mal auf deinen Stammplatz, nicht? Und mach dir das kommodig. Ja. Sag mal, ne, warst du denn gestern noch am Strand? Nee, du wirst es nicht glauben. Aber ich war so müde, ich hätte meist das Bett nicht gefunden. Wer schläft, der sündigt nicht. Ja. Ist wohl aber auch nichts angespült worden, was? Im Gegenteil. Von meinem Küchenfenster aus kann ich das ja alles noch ein bisschen übersehen. Hm. Das sieht so aus, als wenn da allerhand über die Dübelsbank kommen ist. Hm. Ich will mal hin und das mal inspizieren. Nee, nee, nicht so eilig. Erst mal einen schönen Grog. Nee, danke. Das ist mir noch zu früh. Da ist doch schon Mittag vorbei. Am Strand kannst du auch noch heute Nachmittag gehen. Ne? Nee. Ich hab so das Gefühl, heute könnte ich die Strandräubers zu fassen kriegen. Die Kerls sind so dreist, dass sie sogar am helllichten Tag klauen. Krieg ich euch noch zu fassen? Sollte man gar nicht meinen, ne? Diese Halunken fühlen sich auf wie Stördeberger seine Enkelkinder. Du, reg dich mal nicht wieder so auf. Trink mal erst mal deinen Grog. Ist so vor. Knut Knutzen und Nils Nesel. Die beiden traue ich dazu. So, die beiden hast du auf dem Kieker. Also, wenn du da mal nicht auf dem Holzweg bist. Bin ich sicher nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Klug und Nils das sein sollen. Junge, Junge, der hat das aber in sich. Ja, ne? Ja, ich meine, das sind doch die Freunde von Mine und Stine und die wollen doch mit dir nicht verderben. Das werden wir ja sehen. So, nun muss ich aber los. Will sie noch ein Lütchen? Nee, danke. Dann liegt die Kann noch eine Stunde wieder hin, was? Nix da. Bin doch gerade erst hochgekommen. Aha. Bist du noch gar nicht so ein klein bisschen müde? Keine Spur. Könnte Bäume ausreißen. Guck an. Denn man bis später. Alarm! Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Junge.
wäre es ja besser, Sie wären noch ein bisschen im Bett geblieben, ne? Bin aufgewacht von so einem großen Knall. Knall! Das war fast so, als wenn einer mit einer Kanone geschossen hätte. Ja, das war ich, ne? Ja, so um Klopp 12 rum baller ich hin und wieder gegen das Gebimmel von der Kirche. So, also dann gehen Sie mal wieder nicht so. Ich möchte mich gern bedanken. Ja, das ist schön, aber ich habe das so eilig. Ich kann sie überhaupt nicht brauchen. Kann ich Ihnen irgendwas helfen? Nee, könnten Sie nicht. Ich aber wirklich gerne, Frau. Oh, Sie müssen entschuldigen. Jetzt habe ich Ihren Namen vergessen. Ja, toll, scheiß ich nicht. Also die meisten sagen Mutter Trolls zu mir. Nicht? So, dann gehen Sie mal wieder, ne? Ja. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, was gestern alles passiert ist. Habe ich mich eigentlich vorgestellt? Nee, haben Sie nicht. Können Sie es später machen. Ich habe das so eilig. Ich kann Ihnen das nicht erklären, warum. Und ich will das auch gar nicht. Ne? So, also dann mal wieder hin, ne? Achso, ja, Ihre Klamotten sind wohl noch nicht so richtig trocken, ne? Ich habe Ihnen ein paar von meinen Sachen zurechtgelegt, ne? Soll wohl passen. Vielen Dank, Mutter Trolsch. Ja. Oh. Los. Mensch, Gott sei Dank. Der Strandvogt ist hinter uns her. Das weiß ich doch. Komm, das wird. Eben so durch die Gegend geballert wie verrückt? Nee. Ach so, ja. Ich hab so eine Art Probealarm gemacht für die nächste Sturmflut, nicht? Das hast du eine Woche schon mal gemacht. Ja, ich bin eben gewissenhaft die Strandvogt, ne? Ich meine, so ein Ding muss ja funktionieren bei Gefahr, nicht? Ja, da muss man Mutter Trolsch direkt immer dankbar für sein. Na, das seid ihr ja. Moin. Na? Hast denn was gefunden am Strand? Mann! Heute Nacht hat Rasmus das aber gut gemeint. Was? Junge, da ist hier vielleicht was über die Kante gekommen. Nicht Knut? Ja, das kannst laut sagen. Wir waren ja auch... Wir fahren ja noch gar nicht unterwegs. Ach so, ja, nee. Das gibt ne Auktion. Da muss wohl ne Deckslast Kopeister gegangen sein. So was wie heute ist seit Jahr und Tag nicht mehr da gewesen. Und das nicht allein, nicht bloß Holz. Nee, 6 Kisten Schottchen-Whisky. Oh Gott! Oh. Habe ich als sicher gestellt. 6 Kisten Whisky? Können wir da nicht mal einen kleinen von probieren? Nix! Ist alles amtlich konfisziert. Alles markiert mit meinem Zeichen. Trölsch, gib uns mal im Schlittmuchet dann das Kaffee. Kaffee? Dann macht er uns den Mund wässrig mit Whisky oder sollen wir Kaffee trinken? Das ist so eine seelische Grausamkeit. Kein Kaffee. Na gut, dann hör mal gut zu. Ich muss das Strandgut bergen. Und dabei könnt ihr mir helfen. Helfen wir? Nee, wir haben keine Zeit. Nee, wir haben selbst noch zu tun an Bord. Greift ihr denn nicht? Ja, die Makrelen sind doch bald da. Na, dann müssen wir alles parat haben. Ihr wollt mir nicht helfen. Tut uns leid, aber wir haben keine Zeit. Hier rumzusitzen, dafür habt ihr Zeit. Oh, je, fooles Volk. Mensch, da kann man mal einen Groschen nebenbei verdienen. Und was sagt ihr? Wir haben keine Zeit. Lass man Trösch. Ich hab das nicht nötig zu betteln. Aber merken werde ich mir das. Das merke ich mir. Das wird euch doch leid tun. Tschüss, Trolls. Ich verstehe das nicht. Warum helft ihr mir nicht mit? Da wäre doch gewiss das eine und andere noch zu besorgen. Ne? Oh Mann, ich da muss an denken, du. 6 Kisten Whisky. Ein Menschenleben ist mehr wert als 6 Kisten Whisky. Wir kriegen vielleicht die Rettungsmedaille. Ja, da könnt ihr euch nichts für kaufen. So, also ich will mir erstmal nach denen gucken. Ihr geht doch wohl wieder an Bord. Sollten wir da denn? Makrelenangeln aufstellen. Haben wir doch bloß gesagt, um den Strandvogt loszuwerden. Ja, du wolltest doch nach oben und nach der Dern gucken. Da lauert ihr auf, ihr Kater. Dann sind Mine und Stine wohl abgemustert, wa? Ja. Kriegt euch mal nicht in die Wolle. 2 Jungs und eine Dern.
Die Rechnung geht nicht auf. Wie sie wohl heißt? Wer? Trölsch? Was? Die Bär meine ich. Du sagst Baffel zu mir. Weißt du denn, wie Trölsch heißt? Ja, Trölsch heißt Trölsch. Mit Vornamen. Ja, Mensch, da sagst du was, du. Hab ich noch nie nicht über nachgedacht. Lass mich mal kombinieren. Was für ein Ding? Draußen auf dem Schild an ihrer Haustür, da steht Gastwirtschaft und Gemischtwarenhandlung PH. Trölsch. PH? Das muss die Firnummer sein. Ich kenne keinen Dienstnamen, der mit anfängt. Vielleicht ist das ja der Name von ihrem Mann, Philipp oder so. Nee, Trölsch, ihr Mann hieß Sophus. Sophus wird mit geschrieben. Ja, da sitzt das mal mittendrin, du Holzkopf. Ist ja auch egal. Sag mal, wo steckt Sophus Trölsch eigentlich? Der ist auf See geblieben. Das hätte ich auch getan. Warum? Ja, Mensch, möchtest du Trölsch zur Frau? Oh, sei still, du mir läuft das eiskalt über den Rücken. Siehst du wohl? Ja, Sophus Trölsch ist gut aufgehoben da oben. In Seemannshimmel. Nee, Farnsleute, komm nicht in den Himmel, Knut. Was, nee? Oh, nee. Nee, das ist so. Wenn Seemann aufsuchen da, dann schwebt seine Seele nach oben und verwandelt sich in eine Möwe. Och, wie schön. Wenn ich erstmal tot bin, dann kann ich mal hier hin und mal dahin fliegen. Von Insel zu Insel und langste Küste. Du wirst keine Möwe, Knut, du wirst eine Krähe. Mann, Prost. Oh, Junge, hör dir das an, du. Dreister Hoteldiebstahl. Was? Ein ganzes Hotel haben sie geklaut. Hamburger Hotels wurden in der letzten Zeit von einem gerissenen Gaunerpärchen heimgesucht. Die Diebe erbeuteten unter anderem wertvollen Schmuck, wie ein paar kostbare Ohrringe mit passender Halskette, eine Smaragdbrosche sowie mehrere Diamantringe und Armreifen aus Gold. Bei den Tätern soll es sich um eine junge Frau und einen großen, schlanken Mann handeln. Die Frau wird als blond, mittelgroß und schlank beschrieben. Man vermutet, dass es sich um die polizeibekannte Juwelen-Rosi handelt. Ja, nur sowas passiert schon mal. Ich weiß nicht, was du da schon wieder für ein Spektakel von machst. Du hör doch erst mal zu Ende hier. Die Spur der Täter konnte bis zum Hamburger Hauptbahnhof verfolgt werden, wo die Juwelen-Rosi sich eine Fahrkarte nach München gekauft hat. Auf die Ergreifung der Täter ist eine Belohnung von 5.000 Mark ausgesetzt.
Was sagst du nun? Gar nichts, was soll ich denn sagen? Mensch, zeig doch mal, was wir bei der Dern gefunden haben. Ach so. Der Smuck passt haargenau zu der Beschreibung, die in der Zeitung steht. Das kann Zufall sein. Ja. Und die Fahrkarte nach München, was? Auch Zufall? Und das andere stimmt auch. Blond, mittelgroß und schlank. Und dennoch das R auf ihrem Pullover. R für Rosi. Max Müs. Ja, was hast du nur vor? Auf so eine Chance habe ich schon seit Jahren gewartet. Das ist mein Fall. Privatdetektiv Nils Nielsen übernimmt den Fall. Gar nichts übernimmst du. Was ist? Hör mal gut zu, wenn du nicht deine Klappe hältst, wenn du von dem Schmuck und von der Fahrkarte und von all dem anderen Kram irgendwas erzählst, dann hau ich dich tot und dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Was soll das denn, Knut? Mensch, überleg doch mal, unser Strandgut ist gute 5000 Mark wert. Reell verdient. Haben wir die Dern aus dem Wasser geholt? Haben wir ihr das Leben gerettet, bloß darum, dass sie hinter Zuchthausmauern verschwindet? Aber Recht muss Recht bleiben. Verbrecher müssen bestraft werden. Wo kommen wir denn sonst hin? Sie ist keine Verbrecherin. So was fühle ich. Da habe ich eine Nase für. Mann, das stimmt alles. Das passt überall. Nahtlos. Ja, zu gut passt das. Alles schön und gut, was du sagst. Ja. Und dennoch all die Beweise. Nee, Nils, du hältst deinen Mund. So. Lass mal sehen, dass das hier vom Tisch kommt, wegen Trösch und so. 5000 Mark im Eimer. Ja, wo willst du denn hin mit der Dern, was? Willst du hier verstecken? Mensch, was meinst du, was das für eine Fragerei gibt? Was ist das für eine? Was will die hier? Wo kommt die her? Ach was, da findet sich wohl ein Weg. Wenn's nicht anders ist, heirate ich sie eben. Jetzt schlägst 13,50 Mark. Heiraten? Du, sie? Ja, ja, nun lass mich zufrieden. Hier, was hier steht, das ist was für dich. Das ist eine kriminelle Sache. Da ist was passiert bei der großen Segelregatta. Ist ein Schiff untergegangen? Untergegangen, verschwunden oder zu. Piratenstück in Cuxhaven. Das Siegerboot in der B-Klasse. Der Jollenkreuzer Herzdame ist spurlos verschwunden. Als die Beser zum nach dem festlichen Regattaball an Bord zurückkehren wollte, fanden sich nur noch die losgeworfenen Leinen an den Pollern. Dazu der Eigner, der Hamburger Rederssohn und bekannte Sportsegler H. Zuerst dachte ich an einen schlechten Scherz, bin aber inzwischen zu der Ansicht gekommen, dass mein Boot gestohlen worden ist. Mein lieber Scholli, du, in Hamburg werden Juwelen geklaut, die Täter sind nicht aufzufinden. Und 3 Tage später treibt die Juwelen, Rosi, mit all den Juwelen hier wie uns am Strand. Hier, was steht auf dem Rettungsring, was? Herzdame! Mensch, das passt zusammen wie Pott und Deckel! Nee, und bleib dabei. Die Dern ist keine so eine schlechte Person. Ich möchte für sie meine Hand ins Feuer legen. Oh, die wirst du dir wohl fein verbrennen, du! Junge, wo kann man bloß so verbohrt sein? Sag mal noch, du willst sie auch heiraten, um sie wieder auf den Pfad der Tugend zurückzubringen. Das ist gar keine schlechte Idee. Ja, so ist ihr zu helfen. Ich tue alles für sie und wenn sie mich will, dann heirate ich sie. Los, siehst du mal. Dann komm mal her, mein Dirn. Guck, das sind nun die beiden hier. Knutzen und Nils Nielsen. Die beiden haben zu ihrem Familiennamen den passenden Vornamen gekriegt. Mhm. Ja, das ist hier viel so. Auf den Inseln kommt wohl
weil die Leute hier keine Fantasie haben. Und diese junge Dame hier ist Regina. Regina? Wir dachten Rosi. Rosi, nee, so heiße ich nicht. Wie kommen Sie darauf? Ja, wir haben versucht rauszukriegen, was das R auf Ihrem Pullover zu bedeuten hat. Das steht für Regina. Ja, und diese beiden Jungs hier haben dich aus dem Wasser rausgeholt, mein Dear. Oh, meine Lebensretter. Wenn Sie mich nicht an Land gebracht hätten, dann wäre ich jetzt tot. Mach ich gar nicht dran denken. Tot sein muss ja auch nicht gerade ein schönes Gefühl sein. Bestimmt nicht. Aber ich bin am Leben. Und das verdanke ich Ihnen. Was ist los, Knut? Was machst du für Glubschaugen? Gestern habe ich sie mir bloß ganz anders vorgestellt. Sehen sie ja fast so aus wie eine Kellner. Ja, 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 das ist sie ja auch. Aber wieso muss ich erstmal diesen ganzen Schweinkram bei mir abarbeiten, ne? Hier, gegen Kost und Logis, ne? Siehst du wohl, hier, ich habe ja eins von meinen früheren Dienstkleidern angegeben. So in Ölzeug und Südwester kann sie ja schlecht generieren, ne? Du hast denen ja aber gut deine Klamotten, Mutter Trölsch. Ja, Mutter Trölsch, bei Ihnen muss ich mich auch von ganzem Herzen bedanken. Ah, schon gut. Einen Süßen brauchst du mir nicht gleich zu geben. Aber wir können doch einen vertragen, nicht Nils? Na, das kann ich meinen Lebensrettern ja wohl nicht abschlagen. Du schlechter Kerl, du! Was ist hier los? Das sind Mine und Stine, die Töchter von dem Strandvogt. Aha, und wie ich sehe, wohl auch eure Freundin. Bitte, Mine, Stine, nicht böse sein. Ich bin nur die neue Kellnerin. Das gehört wohl mit zur Bedienung, dass die Gäste hier abgeknutscht werden. Und da sollen wir uns wohl noch drüber freuen, was? Die beiden haben mich heute Nacht aus der Brandung geholt. Hätte deine neue Kellnerin nicht mit dem Schiff kommen können? Danke sagen zu meinen Lebensrettern. Lebensretter? Ja. Und was ein Glück, dass Knut und Nils gerade zur rechten Zeit am Strand waren. Sonst wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. So ist das? Ja. Hat alles seine Richtigkeit. Ihr habt großes Talent, immer dann aufzukreuzen, wenn das am wenigsten passt. Wenn dir das nicht passt, dann können wir auch wieder gehen. Buddel. Dann kriegt ihr das eben nicht zu wissen. So. Halt, stopp! Stine! Sag doch mal, was denn zu wissen? Dass die meisten Fischerboote im Hafen schon klar machen zum Auslaufen. Also, habt ihr gehört, Jungs, das geht los? Makrelen sind da. Ja. Klar, Schiff machen, gibt's was zu verdienen? Ja, ja, läuft sich wohl zurecht. Lass sie doch erst mal hier sein, die Makrelen. Die können ja noch wieder umdrehen und ganz anderen Richtungen. Faulen Bengels! Ja, vielleicht besinnst du dich mal darauf, dass wir heute noch nichts Warmes im Leib hatten. Nur den einzigen Grog hatten wir gehabt. Oder doch nur eine Kellnerin hast. Komm, wir die doch gleich mal ausprobieren. Ja, ja, gut. Ich muss auch nach oben. Nee, also zwei Groggen. Aber anschreiben, hörst du? Vier Groggs. Nix da. Ihr geht erst mal durchs Dorf und lauft Reklame. Oh, nö. Die Makrelen sind da. Das tut man auch. Immer werden wir bloß weggejagt. Ja, 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 ja. Nur mal los, los, los. Ja, ja, ja. Die Makrelen sind da. Verdammte Affen. Wo ist denn die Rumbuddel? Och, du lass mal, wir können auch genauso gut mal heißes Wasser trinken. Das Wasser sieht ja so braun aus. Der Kessel hat wohl ein bisschen Rost angesetzt. Na denn, wohl bekomm's. Prost. Prost. Dieses Wasser ist genauso wenig Wasser, wie du eine Kellnerin bist. Was meinst du damit? Wir wissen alles. Alles? Ja, alles. Wir wissen, wer du bist und was du getan hast. Du brauchst aber nicht bange sein, dass wir dich verraten. Von uns kriegt niemand was zu wissen. Wovon sprecht ihr eigentlich? Wie kommst du eigentlich dazu, dir was wegzunehmen, was dir nicht zusteht? Herzdame! Oh, du liebe Zeit. Ich weiß auch nicht, warum das... Das kam auf einmal so über mich. Ich musste das einfach tun. Man einfach so? Wie leichtsinnig. Los, schnell weg mit dir und kein Mops. Was? Guten Morgen. Moin. Moin.
Entschuldigen Sie, kann ich bei Ihnen ein Zimmer bekommen? Nee, ist ja ein Gasthaus. Sagen Sie, ist hier gestern oder heute? Nee. Eine junge Dame aufgetaucht? Nee. Blond, schlank, blaue Augen, mittlere Größe. Wie aufgetaucht? So aus dem Wasser, eine Seejungfrau vielleicht. Ich meine, ob die beschriebene Person hier erschienen ist. Mit einem Schiff vielleicht? Oder mit einem Boot? Max Müs, Müs, und wo sind Rotten sind dat? Können Sie etwas sagen? Nee, ich weiß von keiner jungen Dame. Aber von einer Herzdame, nicht wahr? Auch nicht. Hier ist überhaupt keine Dame aufgetaucht und auch keine erschienen. Guck an, an der Quelle saß der Knabe. Einen wunderschönen guten Morgen, der Herr. Sie wünschen bitte? Ich bin die Inhaberin dieses Hauses, Frau Trölsch. Wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Guten Tag, Frau Trölsch. Ist bei Ihnen ein Zimmer frei? Oh ja, wir haben sehr schöne Zimmer in den oberen Stockwerken. Sie können mal eben gleich mitkommen, können sich eins aussuchen. Und wenn Sie wollen, können Sie auch gleich Ihre Sachen dann mitnehmen, nicht? Danke, Frau Trölsch. Sehr liebenswürdig. Ich darf schon mal vorausgehen? Ja, selbstverständlich, Frau Trölsch. Noch eben die Stufe. Ja, ich sehe. Danke, Frau Trölsch. Jetzt haben wir den Salat. Ja, was denn für ein Salat? Regina muss weg, der Kerl ist von der Kriminalpolizei. Da bin ich mir nicht so sicher, du. Mann, das ist doch ein Kriminal, wie er in deinen Büchern steht. Da kann mir niemand was vormachen. Regina! Hm? Polizei! Was? Noch hat er dich nicht gesehen. Er darf dich nicht finden, wir müssen dich verstecken. Wohin denn bloß? Ja, erstmal raus hier! Regina! Was machst du denn hier? Du lebst. Gott sei Dank. Du glaubst ja gar nicht, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Ich will nichts mehr von dir wissen. Lass mich in Ruhe. Der kriegt doch von dem Wind von vorn, du. Das ist kein Kriminal. Nee, das ist der Komplize. Dem wäre ich fertig. Du kannst mich ja anzeigen bei der Polizei wegen Diebstahl. Also was redest du da? Ich und dich anzeigen? Besser kennst du mich nicht? Wie kannst du so etwas überhaupt nur sagen? Keine Angst, Regina. Der läuft bestimmt nicht zur Polizei. Hier, meine beiden Freunde, Nils und Knut, die haben mir das Leben gerettet. Auf die kann ich mich verlassen. Und die helfen mir auch weiter. Das tun wir auch. Das sind ganze Kerle. Keine Playboys, wie du einer bist. Sei doch mal vernünftig. Können wir mal allein miteinander reden? Das könnte ihm so passen. Ich bleib hier. Könnt ihr mich mal allein lassen? Wir bleiben hier. Dies ist ein öffentliches Haus. Oh. Regina, helf ihm mit, das Zimmer zurechtzumachen. Mach ich gern. Regina. Regina. Lass mich in Ruhe. Herrgott, noch mal! So, den sind wir los. Oh, nee, du. Nee, nee, Dick. Der kommt noch mal wieder, du. Meinst du? Mensch, Regina muss weg. Genau. Ich nehme sie mit auf mein Boot und segel mit ihr rüber zur Möweninsel. Da findet uns keiner. So weit kommt das noch. Ich segel mit ihr rüber. Ich hab das beste Boot. Mann, deins ist nicht klar. Deins vielleicht? Ja, meins ist viel schneller klar als deins, Döskorb. Selbst ein Döskorb. So kommen wir ja doch nicht weiter. Lass uns die Sache mal ruhig überlegen. Die Dame muss weg, so viel steht fest. Wenn wir sie erst in Sicherheit haben, dann knöpfen wir uns den Komplizen vor. Ja, vielleicht können wir noch was von den 5000 Mark kassieren, wenn wir ihn abliefern. Ja, hinterher holen wir Regina wieder zurück. Ja, das hört sich so einfach an. Na komm's. Regina, du musst hier verschwinden. Du kannst hier nicht bleiben. Ich verstehe nicht, warum soll ich weg? Der Mann ist nicht von der Polizei. Ja, das wissen wir schon. Wir wissen, wer er ist. Woher denn? Du hast keine Zeit für lange Erklärung. Du weißt ganz genau, worum das geht. Du musst hier Batz auf Estelle aus dem Haus. Ich bleib hier. Regina, wo bleibt das Bett sein? Ich bin schon unterwegs. Ja.
Kriegen wir bloß klar, dass sie mit uns kommt. Trölsch muss uns aber helfen. Trölsch, wie willst du das denn anstellen? Ja, ich sag ihr einfach, dass wir raus auf die Makrelen wollen. Dann denkst du bloß noch ans Geschäft. Und ich kann's erst rumkriegen. Mal los, verschwinde schon mal und mach die Takelage von einer von den Jollen klar. Lass mich aber hinterher wissen, was du mit Regina vorhast. Hörst du? Ja! Na, ist ganz alleine hier? Ja, Knut ist schon am Hafen und macht die Makrelenangeln klar. Ich wollte noch was mit dir beschnacken. So, willst du noch was kaufen? So Proviant, Angelhaken, Leinen? Ich meine, wäre ja vielleicht noch Geschäft zu machen mit der Makrelen. Nee, ich wollte was anderes mit dir beschnacken. Nichts vom Geschäft und so, da hast du keine Zeit für. Keine Zeit fürs Geschäft? Und diese Mannsleute? Nun tu mir den 21. Gefallen und hör mir mal zu, ja? Pass mal auf, mir noch Trösch. Deine Kellnerin, die Regina, die muss verschwinden. Verschwinden? Bist du verrückt? Los für ein paar Tage. Ich will mit dir rüber zur Möweninsel. Du Schwienjack, du. Mann, du, was für einen liederlichen Kerl. Wüstling. Hast wohl noch nicht genug ans Dienen, wa? Ach, sowas doch nicht, was du dir immer vorstellst. Ja, nur mir einer die Männer kennen. Nur sabbel doch nicht in einer Tour dazwischen. Nun, pass mal auf, der Kerl, der sich vorhin bei dir inlogiert hat. Mhm. Das ist ein Spitzbube. Da ist die Kriminalpolizei hinterher. Ach komm, Quatsch mit Senfsoße. Wieder deine krankhafte Fantasie. 5000 Mark sind auf seinem Kopf ausgesetzt. Was sagst du da? 5000 Mark. Für uns beide. Ja, Knut muss wohl auch ein bisschen was abhaben. Mal nicht zu viel, ne? Ja, ich könnte das Geschäft ja auch alleine machen. Aber das ist doch die Sache mit Rosi. Rosi, wer ist das denn nun schon wieder? Na, das ist deine Kellnerin. Ich denke, die heißt Regina. Nee, die steckt mit den Kerlen unter einer Decke. So? Was haben die denn ausgefressen? Geklaut haben sie. Oh, nur hör mal auf, das kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Regina klaut. Sie kann ja auch nichts dafür. Der Kerl hat die Schuld. Mhm. Ich glaube, er hypnotisiert sie. Mhm. Und mit einer, die hypnotisiert ist, kannst du machen, was du willst. Mhm. Ige. Dann müssen wir da wohl ein bisschen helfen, was? Ja, wir haben das ja schon versucht, aber sie will ja nicht. Ja, wenn sie mal nicht schon wieder unter seiner Hypotenuse steht. Also ich schalte mal sowas vor. Also wenn sie nicht freiwillig geht, dann müssen wir da wohl so ein bisschen nachhelfen. Willst du sie auch hypnotisieren? Ach was, pass auf hier. Du weißt doch, dass der Strandvogel immer so schnell müde wird, wenn er mal einen Grog gehabt hat. Ja, da habe ich mir schon Absatz drüber gewundert. Kommt von meinen Tropfen hier. Das ist Baldrian hoch 3. Wenn er die Intus hat, ist er platt wie eine Flunder. Du bist vielleicht ein raffinierter Arsch. Habe ich früher schon bei meinem Sophos getan, wenn er mir zu Kral wurde. Und was denn bei... Ja, nur also ernsthaft. Regina, die kriegen heute Abend von mir eine extra starke Spezialmischung. Bleibt sie da auch nicht tot von? Ach, was? Erzähl mal ihm, wann haben wir heute Abend Hochwasser? Ja, sowas bei Glock 12 rum. Gut, Glock 12 kommst du bei mir in den Laden rein. Machst aber kein Licht, hörst du? Ja, und denn? Und denn findest du Regina hinter der Tür in einer Wolldecke eingewickelt, die kannst du so wegschleppen. Aber ich warne dich, Nils Nielsen, dass du mich nicht übers Ohr haust. So, nun pass auf. Ich verteile dich, Molly. Du nimmst den großen Strand weg, dass du da den ganz hohen Bogen bekommst. Thank you.
Sau, mein Lieber! Was ist denn nun los? Du bist das? Schon mal? Ich hab gedacht, du wärst ein Einbrecher. Einbrecher? Am helllichten Tag. Na, wenn du auch so reingeschlichen kommst. Was soll das heißen? Die Tür ist doch offen. So was. Bist du allein hier? Wo ist denn dein Magger? Weiß ich nicht. Weißt du denn, wo meine Dären sind? Nee, frag mich nicht. Die können mir mal im Mondschein begegnen. Mann, was bist du knatterig heute. Was hast du noch mal gegen meine Dären? Bis nun seid ihr doch gut miteinander ausgekommen. Das ist nur aus und vorbei. Das freut mich zu hören. Ich hatte mich schon so halbwegs damit abgefunden, dass ich euch beide als Schwiegersohn krieg. Du kannst dir deine Derns an den Hut stecken. Mach ich, sobald ich sie gefunden hab. Sie sind die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Oh, paar schöne Rumtreibers, deine Töchter Strandvogt. Feg du mal vor deine eigene Tür. Das ist schick noch. Ich weiß nicht, was du meinst. Tu doch nicht so. Du sitzt hier ja wie das leibhaftige, schlechte Gewissen. Kannst du ja nicht mal mir in die Augen gucken? Ich kann jedem in die Augen gucken. Mann, wie siehst du denn aus? Bist du auf eine Maskerade? Finger weg. Was ist denn passiert, Junge? Nix, gar nichts. Na, so ein prachtvolles Pfeilchen kriegt man doch nicht von nix. Hingefallen bin ich. Ja, auf eine ganz gediegene Art und Weise scheint mir. Sag mal, wo ist denn Frau? Ja, die schläft bestimmt noch. Was? Diese Zeit? Wenn wir einen Kaffee ganz kriegen. Na, Kaffee kochen kann ich nicht. Bloß Krog. Hm. Guck doch mal nach, ob du nicht eine Buddel findest. Nee, danke. Vom Krog wäre ich immer so müde. Von meinem Krog nicht. Nee, lass mal. Du bist ja aufs Trumpf socken. Wo hast du deine Schuhe gelassen? Die sind in dem verdammten Kaninchenloch hängen geblieben. Was für ein Kaninchenloch? Ja, ich hab ein Kaninchen greifen wollen in den Dünen. Und das Kaninchen hat nicht zufälligerweise Stine geheißen? Dau mich doch auf. Sag mal, kannst du dir nicht einen dummhaftigeren aussuchen für so einen Lügenkram? Ist ja keine große Auswahl hier, ne? Na. Das Kaninchen hat sich wohl zur Wehr gesetzt und hat dir aufs Auge gegeben. Oh, Vater, du? Ja, ich. Ist eine Überraschung, was? Moin, Vater. Hast gut geschlafen. Gewiss besser als du. Oh, wir haben überhaupt nicht geschlafen. Und warum nicht? Ich war bei Knut heute Nacht. Schämst dich wohl gar nicht, was? Nee, warum denn, Vater? Wir haben doch nichts getan. Nichts getan? Ich hab wohl nicht zu fassen. Da ist doch nichts passiert. Ich bin noch mit gewesen als Anstandswauwau. Schöner Anstandswauwau. Ach, Nils, was sitzt du denn da so rum? Hm? Wie siehst du denn aus? Was ist denn mit deinem Auge? Ach, du armer Kind. Was hab ich dir denn getan? Du bist genauso schlecht und falsch wie deine Schwestern und wie ein ehemaliger Freund. Du spielst das Unschuldslamm, der falsche 50er. Ein richtiger Held bist du. Bei Nacht und von hinten angreifen. Kannst man froh sein, dass ich meine Hände nicht frei hatte. Sonst wärst du mir da nicht so von weggekommen, du. Und die Derns, die haben dir auch noch helfen müssen, du. Mann, das ist doch gar nicht so gewesen, wie du meinst, Nils. Du bist doch auch auf mich losgegangen. Mann, bloß weil ich dir helfen wollte, darum bin ich dazwischen gegangen. Aber Knut hat mich ja nicht gelassen. Er hat mich weggerissen und an den Haaren die Dünen hochgeschleppt. Ja, was denn? An den Haaren? Ja, du, das tut jetzt noch weh. Oh. Oh. Du Halunke, du. Achterlistiger Schubjack! Eine Gemeinheit ist das! Au! Nils! Au! Nils! Hör auf, ich bin noch Nils, nicht. Hör auf damit! So, mein lieber Knut, du hast das mal gesehen, wo weh das tut, wenn man deren in die Haare reißt. Och, Nils, dann hast du mich ja doch noch lieb, ne? Die sitzen im Kaninchenloch. Ich verstehe von dem ganzen Hühn und Kadün kein Wort. Ich will jetzt mal wissen,
was ihr heute Nacht gemacht habt. Ja. Na? Wir waren auf See und haben Makrelen geangelt. Ihr habt Makrelen geangelt? Das nimmst aber an, du tüchtige Fischermänner sind das. Deine Töchter auf See gut zu gebrauchen. Stine wollte ja zuerst nicht recht. Sie wäre bange um ihren Nils. Man sei doch still. Aber nachher hat sie dann feste mitgeholfen. 2 Zentner habe ich für dich geangelt, Nils. Ja, hättest mal lieber bei mir bleiben sollen und mich wieder ausgebuddelt. Du lang, Nils, aber kann mir nun nicht mal einer erzählen, warum Nils denn so eine Abreibung gekriegt hat. Na ja, dann setz dich mal hin, Strandfurt. Ich will dir das schon erklären. Na gut. Wir haben noch eine Dern aus dem Wasser geholt, in der Nacht, als dieser Sturm war. Diese neue Kellnerin, ne? Aua! Und gestern hat Tröllchen Logiergast gekriegt. Naja, da ist ja noch die Geschichte von einer Yacht, die in Cuxhaven verschwunden ist. Ja, ich weiß. Habe ich in der Zeitung gelesen. Auf das von den beiden Hoteldieben in Hamburg. Erzählst du oder erzähl ich? Du! Denn halt deine Klappe! Die Kriminalpolizei sucht 2 Hotelräuber. Juwelen-Rosi und ihren Komplizen. Und wir haben rausgefunden, dass sie hier auf unserer Insel sind. Also, wenn ich dich recht verstehe, dann sind die deren, was angetrieben ist, und der Logiergast, die Hoteldiebe. Mhm. Und dann haben sie auch noch diese Yacht mitgehen lassen. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, und der Kerl ist mit dem Motorboot gekommen. Hatte bestimmt auch irgendwo geklaut. Und warum habt ihr nicht gleich die Polizei geholt? Ja, wegen dem Kerl hätten wir das auch getan. Aber zuerst mussten ja die deren in Sicherheit haben. Ja, und da haben wir miteinander abgemacht. Du hast was mit Trösch abgemacht, ich nicht. Du hast sie mit ihr abhauen wollen, nach der Möweninsel. Mit Trösch? Nee, mit Regina. Was? Ja, das hatte er vor. Oh! Au! Du vielleicht nicht? Was? So. Nach der Möweninsel, wo kein Mensch haust. Bis auf das kleine Wärterhaus, das da steht. Ganz allein. Mit den paar Betten. Na, du weißt ja gut Bescheid. Da kann man mal sehen, was das für Windbüdel sind. Mann, gut, dass wir das noch rechtzeitig zu wissen kriegen. Lusert aus, nicht? Aus und vorbei. Ach, was willst du denn? Die beiden sind immer noch besser als gar keiner. Und schlechter als die anderen sind die auch nicht. Sind doch alle gleich, die Kerle. Meine Stine ist ja gar nicht so dösig, wie sie aussieht. Und wer unter uns ist ohne Sünde, der werfe den ersten Balken in das Auge seines Nächsten. Da musst du dich jetzt auch wieder mit Nils vertragen, ne? Nur mal her mit deiner Patsche an, mal los. Na gut, meinetwegen. Nun musst du uns aber auch erzählen, Nils, was du mit der Trösch abgemacht hast. Ja, wir haben abgemacht, dass ich Regina Klock 12 hier abholen soll. Eingewickelt in der Wolldecke und fest im Schlaf. Im Schlaf? Wie das? Baldrian Spezialgrog. Da wirst du auch immer so müde von. Was? Was ist das? Ja, und als ich mit ihr rüberkam über die Dünen, da reißt mir doch mit mal einer die Beine unter den Leib weg und ich krieg ein paar aufs Auge. Das war Knut. War so eifersüchtig und kam doll in Rage. Konnte mir ja denken, was er da an der Wolldecke versteckt hatte, dieser. Nein. Ja, bei der Rangelei sind wir dann alle zusammen die Dünen runtergerollt. Bloß das Paket mit der Dern, das blieb da umliegen. Und auf einmal, da sackte der ganze Sand unter mir weg. Und ich stand bis zum Bauch in so einem alten Kaninchen noch drin. Als wir dann wieder nach oben raufkamen auf die Dünen, da war das Paket weg. Ja, und unten am Hafen haben wir einen laufen sehen, der hatte so ein Paket über den Ast. Nur wir hinterher in so einem Schweinegalopp. Aber da war nichts mehr. Der hatte schon abgelegt mit seinem Motorboot. Und wer war das? Na, der Komplize, wer sonst? Mit den Dären? Klar. Und damit das dösige Nachtmanöver nicht ganz umsonst war, haben wir das Kommando übernommen und dann ging das ans Makrelenfischen. Oha! Und was hat Knut dazu gesagt? So klein war der. Und das Motorboot? Weg. Als es hell wurde, haben wir das noch einmal gesehen. Ja, und dann seid ihr nicht gleich hinterher und habt das geändert?
mit dem Segelboot hinter einer Motorjacht her. Ja. Ach, das wäre uns doch weggelaufen wie Butter in der Sonne. Nee, wäre das nicht. Mensch, ich hab doch gestern Abend selbst noch den Benzintank leer gemacht. Oh, hättest du uns doch mal ein Wort sagen können. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass der Kerl mit der Dirn abgehauen ist. Und dann saß ich da ja auch fest, ne, in dem Sand. Ich kann mich weglachen, wenn ich mir das vorstelle, wie du da in dem Loch gesessen hast. Mir war gar nicht so zum Lachen zumute. Naja, dann sind wir alle trotzdem doll angeschmiert. Der Kerl ist weg, Regina auch. Die 5000 Mark Belohnung können wir in Schornstein schreiben. Nee, du, nee, noch nicht. Die müssen danach irgendwo treiben. Was? Na los, nun kommt! Die schnappen wir uns. Los, gucken. Komm, Junge. Regina! Aber die war doch in dem Motorboot. Die ist ja gar nicht weg. Nur ist sie da oben. Das nicht mehr zu zweifeln. Das wollen wir doch mal sehen. Das ist das Stück Strandgut? Ja, das ist es. Ja, nun möchte ich doch mal wissen, wer mit dem Komplizen in dem verflixten Motorboot gesessen hat. Oh, nee, nee, nee. Der hat mich fertig gemacht. Was macht ihr denn alle hier? Trönsch, wo kommst du denn her? Von See. Von dem, der sein Motorboot. Was um eins in der Welt hast du da getan? Du frag doch nicht so dösig. Mann, ich habe mit dem jungen Schnösel eine Hochzeitsreise gemacht. Du kriegst alles fertig. Wie bist du da denn an Bord gekommen? Das frage ich mich ja selbst die ganze Zeit. Das kann ich euch verraten. Ich habe zufällig gelauscht, als Mutter Trölsch und Nils darüber gesprochen haben, mich wegzuschleppen. Bei Nacht und Nebel auf so eine einsame Insel. Und da habe ich Angst gekriegt und habe den Spieß einfach umgedreht. Ich habe die beiden Grogs vertauscht und Mutter Trölsch hat ihren eigenen Baldrian weggepichelt. Dann habe ich sie in eine Wolldecke eingerollt. Nun wird mir ja alles klar hier. Ja, ja, Mutter Trösch, wer anderen eine Grube gräbt. Hätte Priester sich. Oh, ich schaff! Und dann kam ich scharf. Ich hab mir die ohne Mutter Trösch auf den Puckel gepackt. Ich saß hier hinterm Tresen, als du angeschlichen kamst. Boah, was hat mir die Büchse geschlottert? Vor lauter Angst, du könntest das rauskriegen. Hast ich dir nicht gleich über das Gewicht gewundert? Nee, ich war wohl zu aufgeregt. Ich war schon überrascht. Aber ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Ihr wart mir zu dicht auf den Fersen. Ja, setz dich mal hin. Schnacken Sie bloß, wenn Sie gefragt werden. Wenn das stimmt, was Nils mir hier erzählt hat, den können Sie schon mal für die Anklagebank trainieren. Ich stehe hier wohl unter Aufsicht, wie? Ja. Also langsam macht mir die Sache Spaß. Ja, nun mal los. Ich würde gerne mal wissen, was ich verbrochen habe. Frech ist der auch noch. Also das Letzte war, dass Sie mit Mutter Trölsch ausgebüxt sind. Das ist Menschenraub. Er hat auch damit angefangen, der da. Bist du um deine Meinung gefragt worden? Ich rede, wann ich will. Ich habe geglaubt, es sei Regina. Ich habe mitgehört. Von da hinten. Was denn, Sie auch? Alles habe ich nicht verstanden, nur so viel, dass Regina entführt werden sollte. Und erst auf dem Schiff, als sie sich bewegte, habe ich sie von der Decke befreit. Du hätte ich gern sein Gesicht gesehen. Aber er ja auch wohl Don Röschenkuss gegeben hat. Kuss von wegen. Weißt du, was der mir gegeben hat? Zwei Bootriemen und da musste ich mit rudern. Lach mal nur so schätterig. Hier, guck mir mal an den Händen, das ist eins wohl quälen hier. Ihr scheint ja alle nicht gut auf mich zu sprechen zu sein. Ich werde hier ja wie ein Verbrecher behandelt. Sehr gut beobachtet. Was ist hier eigentlich los? Sitzen bleiben. Tja, Regina, wir müssen euch alle beide an die Polizei übergeben. Polizei? Jawohl. Polizei. Das ist doch lachhaft.
Warum das denn? Wegen Hoteldiebstahl. Hoteldiebstahl? Und Seeräuberei. Sagen Sie mal, sind Sie bald fertig mit Ihren albernen Anschuldigungen? Ist das vielleicht nicht wahr, dass die Yacht gestohlen wurde? Allerdings. Die Yacht ist nicht gestohlen worden. Aber sie hat das gestern schon zugegeben. Freunde, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Ich bin Hans Holt, der Besitzer dieser Yacht. Was? Dann hat Ihnen das Boot gehört? Ja. Dann sind Sie gar nicht Ihr Komplize. Ich hab keine Komplizen. Denn haben Sie das Boot alleine geklaut? Alle Achtung, das soll ja erstmal einer nachmachen. Und die Juwelen hast du ja auch alleine mitgehen lassen. Welche Juwelen? Die da. Der Schmuck! Er ist wieder da! Mein Gott, bin ich froh! Ich hatte ihn schon abgeschrieben. Ich dachte, der wäre in der See geblieben. Oh, was für ein Apartenkram. Finger weg, Trölsch! Kann was am Backen bleiben. Führe uns nicht in Versuchung, Herr de Priester-Sech. So, Regina oder Rosi oder wie du heißen magst, hör doch mal auf, uns was vorzuspielen. Das Gefängnis wartet auf dich. Kann mir mal einer sagen, warum Regina ins Gefängnis soll? Weil sie das Boot geklaut hat. Ich stelle keinen Strafantrag. Aber sie hat auch all die Juwelen gestohlen. Jetzt nur glaub mir doch, ich bin nicht die Juwelen, Rosi. Wenn mir bloß klar wäre, warum die Bären das Boot geklaut haben. Das hat sie ja wohl zugegeben. Das würde ich auch gerne wissen. Regina, welchen Grund hattest du, dich in eine solche Gefahr zu begeben? Kannst du dir das nicht denken? Ja, aber wieso denn? Warum bin ich denn wieder schuld? Aha, Max Müß. Ach was, wir haben zusammen gesegelt, Regina und ich. Sie war mein Vorschotmann. Genau, immer bloß war ich dein Vorschotmann. Hast mich immer nur als jung gesehen und behandelt. Den Fehler haben wir zuerst auch gemacht, Monique. Du wolltest etwas anderes sein. Jetzt wird's ja wohl langsam hell in deinem sturen Schädel. Aber was hat das damit zu tun, dass du das Schiff entführt hast? Auf dem großen Regattaball in Cuxhaven. Da wollte ich ihm zeigen, dass ich mehr bin als nur sein Segelkompan. Er sollte sehen, dass ich eine Frau bin. Ja, habe ich mir das Ballkleid von meiner Mutter ausgeliehen, habe mich mit ihrem Schmuck ausstaffiert und was war? Ausgelacht hast du mich und mit anderen rumpussiert. Ich muss immer noch lachen. Mein Vorschotmann im Abendkleid. Und darum habe ich dein Boot entführt. Aus Wut. Diebstahl aus Eifersucht. Das kommt auch nicht oft vor. Ordentlich Angst sollte er haben um sein dösiges Boot. Regina. Ich hatte Angst. Aber um dich. Oh, ja. Nicht um das Schiff. Um mich? Wirklich? Ja, Juwelen, Rosi. Endlich habe ich gemerkt, dass du mehr für mich bist als nur ein Vorschotmann. Von heute an sollst du mein Kapitän sein. Oh, ja, aber wenn Knut und Nils mich nicht zufällig in der Brandung entdeckt hätten, dann wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Ja, 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 ich weiß. Und das werden wir auch nicht vergessen. Ihr habt eine Belohnung verdient. Oh, bravo! Wie wär's mit 5000 Mark? Was meint ihr da? So viel ist ihr Regina doch wohl wert. Oh, aber mindestens. Regina ist mir nicht zu teuer. Oh. Mir hast du jetzt mal nicht mal 20 Mark geliehen. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Moment, dafür bin ich allein zuständig. Ups. Oh, da kannst du ja neidisch bei werden. Na, wo wir hier gerade so im Gange sind mit Heirat und so, wollen wir das mal gleich ganz perfekt machen. Ihr gehört ja wohl zusammen. Ihr gehört ja wohl zusammen. Oder habe ich das nicht richtig mitgekriegt? Nee, Vater, das ist ganz richtig so, wie du das sagst. Das ist die beste Idee, die du seit Jahren gehabt hast, Vater. Ist ja auch von Vorteil für mich. Nun ist das wohl vorbei mit der Strandräuberei. Mann, mit deinen Geschäften auch, Trölsch. So, willst du damit sagen, ich hätte krumme Geschäfte gemacht? Nee. Du hast immer ehrlich alles verkauft. Verkauft? Wo verkauft? An wen verkauft? Das Strandgut an Peter Petersen. Dann hast du das die ganze Zeit gewusst? Na klar doch. So ein Filou. Und du hast das zugelassen, Vater? Na, war doch ganz kommodig für mich. Die Jungs haben das Zeug vom Strand weggeschleppt
Und Petersen hat nie mehr bezahlt als den Bergelohn. Und der hätte ihn sowieso zugestanden. Oh, dieser Petersen! In meinem Auftrag, Philippina. Philippina? Knut, hast du das gehört? Philippina heißt Tröll. Philippina mit... Was willst du denn nun machen? Was wir jetzt machen? Freunde, jetzt wird gefeiert! Auf Deutsch, alle Kosten übernimmt Hans Holt. Oh! Grock!